Handels, einen schönen guten Nachmittag. Hier wieder euer Maurice Kling mit von SI Real Estate Mallorca. Heute haben wir ein Thema, über das wir mit euch sprechen möchten, das teilweise besorgniserregend ist und war, mittlerweile glücklicherweise wieder etwas sich gelegt hat. Und zwar geht es einfach um das Thema Mietpreisexplosion auf Mallorca. Also viele werden das gerade, die den Immobilienmarkt beobachten und in den letzten 4 Jahren an allererster Stelle mitbekommen haben, dass die Mietpreise sehr stark nach oben gegangen sind. Also man muss wirklich sagen, in Palma, in einem Randgebiet irgendwo unweit, also 5 Minuten Autofahrt vom Plaza España, vom Zentrum, da hat also eine ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung, also nichts Besonderes, nichts Schickes oder nichts Gehobenes, aber einfach eine ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung, also mit 2 Schlafzimmer plus Wohnzimmer, eine spanische Zwei-Zimmer-Wohnung, die hat in der Regel 500 oder 600 Euro im Monat Miete gekostet, zur Langzeitmiete. Dieselbe Wohnung kostet heute 1200 Euro und das ist natürlich sehr extrem. Wir reden hier von einem Anstieg von 100%, ja, einmal verdoppelt, und das ist natürlich auch besorgniserregend, gerade für die Bürger, die hier einfach leben. Und da wollten wir euch heute mit euch mal auf die Wurzel des Ganzen gehen. Also natürlich hat das auch damit zu tun, dass immer mehr Menschen hier einfach auf Mallorca leben möchten, arbeiten möchten, sich verwirklichen möchten, einfach ihren Lebensmittelpunkt hierher verlegt haben oder haben. Sowohl Ausländer als auch Festlandspanier, ne? Und das ist natürlich ein großer Faktor. Und dann haben wir also unserer Meinung nach natürlich den Hauptgrund, und zwar ist es ein sehr leidiges Thema. Es geht also um die illegale Ferienvermietung. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Ferienvermietung in ganz normalen Wohnungen, die war auf Mallorca nie legal gewesen. Das war alles immer in der Grauzone und wurde irgendwo mit einem geschlossenen Auge geduldet und gestattet. Ja? Und natürlich ist es so, dass Jaime und Miguel und Tomeo, die also hier Mallorquiner sind und natürlich sehen, okay, wir haben jetzt eine Wohnung hier im touristischen Gebiet, die wir für 600 Euro vermieten können, entweder im Monat oder für 800 Euro im Monat, oder wir können das selber einfach in der Woche einnehmen. Und da ist es dann so gewesen, dass viele Eigentümer hier auf der Insel einfach natürlich bevorzugt an Touristen vermietet haben und nicht mehr an Einheimische auf dem nationalen Markt. Und das hat sehr stark zu diesen Preissteigerungen natürlich beigetragen, also unserer Meinung nach an allererster Stelle. Und das Ganze ist glücklicherweise jetzt zum 1. August 2018, da gab es also eine Gesetzesänderung, da gab es also auch Anpassungen, Korrekturen, was die Sanktionen angeht, wenn man eben illegal eine Liegenschaft touristisch vermietet, ja, also wirklich teilweise 40.000, 45.000 Euro, wo man sagen muss, okay, das muss man abwägen. Natürlich als Unternehmer, wenn man sagt, okay, man hat jetzt mehrere Liegenschaften und möchte jetzt eben in einem Mehrfamilienhaus vermieten, irgendwo an der Playa de Palma, dann ist das natürlich ein Dorn im Auge, aber wenn man natürlich auch ein bisschen Empathie für die Einheimischen hat und sagt, okay, jetzt sind wir da in einem Mehrfamilienhaus und jetzt gibt es da eine Invasion quasi von Touristen und die Menschen haben einfach ihren Lebensmittelpunkt in diesen Mehrfamilienhäusern und von heute auf morgen wird da touristisch vermietet. Ich meine, es ist natürlich ein sehr, ein nicht unbedingt schöner Zustand eben für die Herrschaften, die dort ja leben. Na, das ist wieder sehr, sehr heikel, also da muss man wirklich sagen, sehr kontrovers. Aber natürlich kann man dann nachvollziehen, dass das dem einen oder anderen Mallorquiner natürlich nicht so gefällt und natürlich gerade was das Mietpreisniveau angeht schon gar nicht, ne? Weil wenn ein Einheimischer, der irgendwo 1200 Euro verdient einfach im Monat oder 1100 Euro, was hier einfach üblich ist, also die Angestellten hier im Mercadona im Supermarkt, die verdienen 950 Euro netto, ja? Und wenn man dann irgendwo für eine Mietwohnung 1000 Euro zahlen muss, dann geht die Rechnung nicht auf, dann funktioniert das nicht und dann muss man natürlich sagen, okay, dann ist da irgendwo diese harte Sanktion, diese harten Maßnahmen sind gerechtfertigt. Aber das liegt, denke ich, im Auge des Betrachters am Ende des Tages. Wir wollen auf jeden Fall einfach mal neutral auf diese Ursachen eingehen und neutral irgendwo mal diese Ursachen einfach aufzeigen, dieser Mietpreiserhöhung. Ne? Weil viele sagen ja, das gibt es ja nicht mal in den Top Hotspots dieser Welt, das ist ja nicht mal, solche Preissteigerungen haben wir ja nicht mal in Berlin oder in Frankfurt, und da muss ich einfach sagen, ja, aber da hat man eben auch nicht diesen Massentourismus, den wir hier haben, ja, das ist ganz klar und dementsprechend ist das darauf zurückzuführen. Und da gab es also, wie gesagt, eine Korrektur durch diese Gesetzesänderung zum 1. August 2018. Und dadurch muss man sagen, sind die Langzeitmieten schon immer noch sehr hoch. Das Mietpreisniveau ist sehr hoch. Also man hat wirklich, also gerade im Verhältnis auch oft zum Kaufpreis oder zum Wert der Liegenschaften, einen extrem hohen Mietpreis, ein extrem hohes Mietpreisniveau, wo man oft sagt, okay, ich kann diesen Mietpreis nicht nachvollziehen, einfach im Verhältnis zum Kaufpreis. Aber es ist einfach die Nachfrage und Nachfrage und Angebot, die da aufeinandertreffen und die eben diese Mietpreise am Ende des Tages rechtfertigen, sagen wir es mal so, rechtfertigen, weil einfach, ne, dass die Nachfrage da ist und das Angebot eben begrenzt. Ne? Und in diesem Sinne, wie gesagt, wir wollen
neutral darüber berichten und also nicht keine Position oder Haltung dazu einnehmen, sondern einfach mal auf die Ursachen eingehen und hoffen, das war für euch aufschlussreich. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Ganz, ganz viel Sonne hier aus Sonnenberry nach Hause, nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich. Und alles Gute bis dahin. Hasta luego!